Servus Leute, willkommen zurück, servus. Ich hab vergessen, mir mein Headset aufzusetzen. Was bin ich für eine Flasche? Willkommen zurück bei Final Fantasy Nummer 9. Das müsste jetzt Part 5 sein. Ich möchte nicht lügen, ich habe aber auch ehrlich gesagt den Überblick fürs Erste verloren. Es müsste Part 5 sein, ja. Wir haben jetzt unsere ersten Ausrüstungsgegenstände, bewegen uns das erste Mal frei auf der Map, muss man sagen, und legen jetzt das Silent Queda an. Lederhütchen haben wir angelegt, Armreif haben wir, Lederweste, Accessoire haben wir nicht. Okay. Abilities. Wir werden jetzt ein paar anlegen. Kavalier. Gelben Leben. Schließlich müssen wir, beziehungsweise ich möchte sie gerne lernen, alle meine Abilities. Nimmt weibliche Charaktere in Schutz. Auch bei einer Flucht erhält man noch Gil. Das ist natürlich ganz fein. Das muss jetzt nicht sein. Wir werden demnächst eine Trainingssession, sage ich mal, in Anführungsstrichen einlegen. Ordnen. Manuell. Zack. Zelt geht dahin. Meine Waffen und so gehen dahin. Das machen wir mal so. Da lassen wir mal. Nee, das machen wir so. Weil dann lassen wir mal quasi dazwischen einen Platz, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Alles klärchen, dann fragen wir mal Zidane, was er so hat für uns. Das ist die aussichtsloseste Situation, die seit der Gründung von Tantalus C fix. Ja. Was soll ich bloß sagen? Haben wir ein Active Time Event? Nee, das haben wir im letzten Part anscheinend schon angeschaut. Gehen wir mal rein da. Können wir rein? Irgendwie nicht so, oder? Das Schiffsinnere übernehmen wir, yep. Such du doch mal die Gegend ab, Zidane. Alles klärchen, Bärchen. Dann gehen wir mal rein. In den verwünschenen Wald, ey. Eieieiei, verwünschener Wald. Dum, dum, dum. Ja, könntest du jetzt bitte anfangen, Zidane? Alles klar, dann schauen wir uns mal hier um, ob wir hier nicht irgendwas finden, was wir vielleicht mitnehmen können. Ein Gegner natürlich. In dem Fall müssen wir jetzt aufpassen, dass sie dann uns nicht ein bisschen vorauslevelt. Ich möchte die Gegner alle irgendwie. Ja, was heißt nicht nur die Gegner, sondern ich möchte halt generell eigentlich die Leute in einem Level haben. Von daher müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir den sie dann oder so oder andere nicht overleveln. Ich finde es immer top, dass man da so stehen bleibt. Erstmal, mach mal ihn einfach fertig. Alle. Ein Angriff und Tod oder was? Zack. Silent Queda. Gibt 23 EP Level Up. Das gibt jetzt ein Level Up schon. Oh, müssen wir aufpassen. Da müssen wir jetzt tatsächlich aufpassen. Nicht, dass wir da ein bisschen. Also nicht, dass wir da overleveln. Übrigens habe ich eine Phönixfeder vergessen, sehe ich gerade. Hinter dem schlafenden Dirigenten. Das müsste hier sein, oder? Irgendwo. Ah, da. Genau. Jetzt erinnere ich mich. Wir hatten natürlich. Ich habe hier gesucht gehabt bei dem letzten Mal. Aber hier war das. Räuber. Haben wir eigentlich nicht Bark auch den Dolch abgenommen? Ja, doch, haben wir. Jetzt könnten wir theoretisch auch den Dolch anlegen. Und das wäre fast schon besser, oder? Ah, wobei, nee, das geht schon. Räuberauge haben wir auch hier, weil auf dem Dolch bekommen wir nämlich nur das Räuberauge, was wir anlegen hätten können. Ja, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Princess. Hoffe ich mal.
alles Klärchen. Abilities sind aktiv durch den hohlen Baumstamm. Ja. Alles klar. Oh, das ist sieht gefährlich aus, das Viech. Sieht im Hinterhalt. Was auch sonst. Solange wir uns nicht angreift, gibt es keinen keinen ATP-Balken für uns. Beziehungsweise jetzt gibt's ihn. Stürmen. Bats. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht umlegt. Ehrlich gesagt, also müssen wir echt aufpassen. Alles Klärchen, mein Bärchen. Dann haben wir immer noch nicht besiegt. Reißzahn. Jetzt geht's hier aber los. Okay. Greif jetzt an und beende den Kampf für uns, bitte. Jawohl. Dankeschön. Müsste fast schon Level 3 erreichen, dann. Das geht nicht. Das finde ich ist unverschämt. Ach, um eine P nicht. Naja, so kann man es natürlich auch machen. Eieiei, also ich freue mich ja so krass auf die Story. Die ist so übermenschlich, Leute. Ich feiere die Story, aber ich hasse das. Wenn man unbedingt kurz vorm Reingehen ist in den nächsten Raum und dann kommt erstmal noch ein schönes Monster, was meint, das muss uns angreifen. Im besten Fall ist es auch ein Hinterhalt wie jetzt gerade. Oh man, come on, Messer steh ich, er hat uns erwischt. Jetzt lad doch deinen Balken auf, sieh dann. Vier. Attacke. Bam. Und der erste ist wieder tot. Das heißt, es gibt jetzt einen neuen Level Up wieder. Das ist ja Level 3 oder was? Lächerlich. Wir werden noch ein bisschen trainieren gehen, auch definitiv so. Das werde ich euch auch alles noch zeigen. Beziehungsweise ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jetzt so trainieren gehe, sondern offscreen, glaube ich. Ist fast schon gescheiter. Aber mal schauen. Das sehen wir noch. Das überlege ich mir noch. Oh nein. Was ist das denn für ein Viech? Oh nein. Steine. Oh Gott. Was machst du? Biest nur mit der Prinzessin. Ich glaube nicht, dass man mit dem groß diskutieren kann. Los, Angriff. Zack, das ist der erste Kampf hier. Jetzt muss man anscheinend die Prinzessin aus den Klauen dieser blöden Pflanzenwichsviecher da holen. Hoffentlich gelingt uns das, ohne die Prinzessin dabei umzulegen. Denn das ist eine riesen Besonderheit an dem Kampf. Die Prinzessin Trance. Ach, jetzt haben wir den Trance-Zustand hervorgerufen. Also eingeführt in unser Spiel, ehrlich gesagt. Also. So. Was ist das für ein Leuchten? Ich sprühe vor Kraft. Ist das etwa die Trance? Ich habe davon gehört. Sie wird durch Emotionsausbrüche hervorgerufen. Und jetzt wird aufgeräumt. Alles Klärchen, Bärchen. Wir werden uns... Naja, eigentlich können wir ja kaum die Trance nutzen von dem. Absorbieren. Zack. Tricks. In Gezeitenflamme. Nee, das müssen wir eigentlich nicht machen, ne? Probieren wir es mal mit Clown. Ein habe nix. Okay, dann haben wir fast die Trance. Rechter Ast. Geil. Tut der Prinzessin ja nicht weh, linker Ast. Oh, das tut fast schon richtig weh hier. Oh, da könnte sie dann sogar drauf gehen jetzt dabei. Wir werden mal eine Portion hergeben. Absorbieren. Ja, absorbier du nur. Steiner gibt den hier. Oh, Ganes live sinkt auf 17 von 68. Okay. Jetzt ist wenigstens unser Sidan voll. Der greift nochmal an. Heile sofort die Prinzessin. Ah ja. Ich hoffe, er... Nein! Nein, oder? Ich heile doch nicht etwa wirklich das Viech, oder? Garnet, heilen. Los,
Oh, ich hoffe, ich habe Garnet diesmal geheilt. Schwertangriff, hat er irgendwas Spezielles? Nee, ist alles leer, aber steht trotzdem da. Diese Scheiße hier. Wir haben uns aber auch. Wir stellen uns hier aber auch ganz blöd an. Angriff. Ja, absorbier. Wie viel hat sie denn noch? 41 hat sie noch. Gut, da kann sie noch einmal absorbieren, aushalten. Und währenddessen greifen wir aber an. Machen dem Viech den Gar aus. Zack. Rechter Ast, denn er greift vielleicht nochmal an mit dem linken Ast. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, der linke Ast, der darf natürlich nicht fehlen. Wir benutzen einfach eine Portion. Nee, also. Genau, die muss jetzt geheilt werden. Benutzt jetzt seine Portion. Es ist eigentlich voll schade, dass wir so viele jetzt in dem Kampf verbrauchen. Aber ich bin halt echt blöd reingestartet in diesen Kampf, muss ich leider sagen. Tut mir leider leid, Leute. Tut mir echt leid, das war keine Absicht, aber das kommt vor bei mir. Ich faile halt ab und an. Was mich daran jetzt stört, ist, dass der Kampf so lang dauert. Ich möchte eigentlich nicht so lang an diesen Stellen jetzt so sitzen, muss ich ehrlich gestehen. Nach diesem Kampf sind wir, glaube ich, zu dritt. Genau, jetzt ist vorbei. Jetzt ist dieses Viech besiegt. Spuckt Garnet noch nicht aus. Sondern Garnet ist jetzt entführt worden. So wie es aussieht. Und, Prinzessin, Prinzessin! Wo ist sie denn bloß? Verschleppt von dem Monster. Ganz trocken. Ich hatte solche Angst, ich konnte gar nicht mehr zaubern. Dieses schreckliche Monster wird sie fressen. Ich unnutzer Wurm, ich elender Versager, ich war unfähig, die Prinzessin zu retten. Leute, noch ist es zu früh, resigniert aufzugeben. Dieses Viech war nur eine Marionette des Waldtyranns. Ich bin mir sicher, dass Prinzessin Garnet eben zu diesem Waldtyrann verschleppt wurde. Nun, wenn das so ist, dann sollten wir besser keine Zeit verlieren. Ab in den nächsten Kampf, Vivi wird verschleppt. So ist recht, so ist recht. Ich denke mal, das können wir. Diesmal können wir Vivi aber hoffentlich retten. Hilfe! Aber ich glaube, diesmal wird Vivi uns. Ach du Scheiße, wir haben ja fast gar kein Leben mehr. Ah, er macht erstmal schön Feuer. Oh ja. Magie scheint wirksam zu sein. Ja, ja, ja. Ach, greift einfach mal an, Jungs. Eine Runde werdet ihr schon überleben. Ja, er absorbiert ihn jetzt auch noch, oder was? 20, oder? Ah, 24. Uff, Vivi muss man auch heilen. Sofort aber irgendwie. Ja gut, aber wir greifen jetzt an. Steiner greift an. Vivi greift bitte auch an. Jetzt müsste das Ding eh gleich gegessen sein. Ja, genau das ist es. Wir werden jetzt allerdings sofort, Vivi heilen müssen, ne? Zack, Vivi heilen. Echter Ast. Ja, Steiner nützt das echt nicht viel, aber sie dann halt, ne? Ich bin auch so blöd, ich brauche mehr Eier für dieses Spiel. Ich verschwende gerade so viele Potions, ist egal, scheiß drauf. Feuer. Feuer. Es werde Licht. Aber dass das Ding das auch so lange aushält. Ja, ihr seht sie dann, er hält nicht so viel aus im Gegensatz zu Steiner. Der ist ja auch fett gepanzert, der Sack. Der muss sich da auch nichts um nichts Sorgen machen. Vivi macht jetzt erstmal schön eine Feuerattacke, hoffe ich noch. Ja, jetzt kommt erstmal Absorbieren wieder. Das ist natürlich ganz, ganz großes Kino hier. Ja, ist mir egal, das wird eh die letzte Runde sein, denke ich mal. Wenn jetzt alle drei angegriffen haben, ist das vorbei sein, der Kampf. Feuer, es könnte auch sein, wenn Vivi vorbei gerade angreift, dass es dann vorbei ist.
Und nach diesem Kampf werden wir, ja, so wie ich es erwartet habe, nach Vivis Angriff und spätestens nach unserem wäre das vorbei. Das Ding gibt gerade den Geist auf, stirbt, streut Sporen aus. Die Jungs freuen sich den Sack ab. Bin gespannt. Steiner ist Level 1, okay. Phönixfeder, Augentropfen, 400 Gil. Das ist eine schöne Summe. Muss man sagen. Was passiert jetzt? Okay, Vivi haben wir gerettet. Ich hatte solche Angst. Bist du verletzt? Unverletzt? Ja, glaub schon. Ah, verdammt. Prinzess. Hier mache ich einen Cut rein.